Der Stille hat einen Freund, der lieber sprechen möchte. Man muss hinter das Tor in Richtung des Sonnenaufgangs gehen. Ja, das war hier der hier. Also hinter das Tor war hier gemeint und darum. Gut. Hier müssen wir die Elementaressenzen platzieren. Oh, wir können ja mal die Wasseressenz machen. Also ich weiß auf jeden Fall, wo wir einen Stein herkriegen. Und zwar unten aus der letzten Krypta-Ebene. So, hier rüber. Und hier ist schon offen sogar. So, hier kriegen können wir den Stein des Wassers machen. Die fangen dann sogar alle hier blau an zu leuchten. So. Ne, der leuchtet grün. Hallo? Das finde ich nicht so gut, dass da jetzt auf einmal ein Eiselementar auftaucht. Wow. Eins ist gut. Ein paar Dutzend ist schlimmer. Au. Obwohl, so hart bist du gar nicht mehr. Was? Warum war das grün? Das war ein guter Treffer. So, eines ist weg. Aber da sind auch mindestens noch mal zwei Stück, ja. Genau. Oh, das war vorbei. Ich brauche neues Licht. Sind die jetzt gespawnt, weil ich das die Wasseressenz gemacht habe? Oder sind die gespawnt, weil ich jetzt alle Essenzen habe? Wow. Au. Nicht so gut. Ich brauche das. Wow. Das ist auch nicht so schön. Wow. Okay, ich werde ja nicht wohl vor dem einen Elementar fliehen müssen, oder? Out of energy. Der verarscht mich. Edge Badge, das ging vorbei. Komm. Wow. Aua, aua, aua. Flucht ist keine schlechte Idee. Da hinten zum blauen Kristall nämlich. Kurz hochheilen. Und ja, er kann doch gar kein Eisschild. Das ist in dem Fall ein bisschen blöd. So, ja, komm her. Hier können wir gut tanzen. Wow, ein schöner Crit. Das war auch ein Crit, der war nicht ganz so toll, aber egal. So, das heißt, wir haben noch nicht das letzte Element. Jetzt haben wir das letzte Element. Und mit dem können wir theoretisch mal kurz zurückgehen zum Schloss. Nehmen wir hier die Abkürzung Danger.
Ja, das Danger war dieses, ich spawn einfach mal zig Dutzend Gegner. Oh, da ist noch einer. Okay. Ein erstes Elementar kriegen wir noch hin. Wow, au. Nein, falscher Zauber. Dann machen wir es halt so. Spielen wir die Runde mit ihm. Edge, Badge, triffst nicht. Jetzt habe ich nicht getroffen. So, komm hierher. Und Tarion verhungert wieder. So. Essen haben wir jetzt zum Glück noch ein bisschen was. Hier kriegst eine nicht ganz so nahrhafte Echse am Stock. So. Eigentlich müsste ich ja noch ein paar mehr Fische fangen. Weil es gibt sogar, ich kann mal kurz in die Statistiken gucken, steht hier irgendwo, wie viele Fische ich gefangen habe? Monsters killed times fallen into pits. Fish caught 20. Und bei 25 gibt es sogar ein Achievement. Also müssten hier noch mindestens 5 Fische irgendwo rumschwimmen, die wir uns einheimsen können. Da hinten ist auf jeden Fall schon wieder so Mana-Kraut nachgewachsen. Und gleich macht's Aua. Genau. Am Ende sind wahrscheinlich eher Fische noch im Sumpf zu fangen. Hier habe ich nämlich, glaube ich, so ziemlich alles abgegrast an Fischen. So, Altar des Schmerzes. Den können wir einfach umgehen. Lebt hier zurzeit irgendetwas? Nö. Gut. Ich platziere jetzt einfach mal aus Jux und Tollerei und dass ich sie endlich loswerde, die Essenzen. Also hier ist Feuer, oder? Ne, hier ist... Das sind dieselben Runen wie auf der Runentafel, oder? Ja, Tatsache. Und die liegen auch genau wie auf der Runentafel gegenüber. Also hier ist Luft. Feuer. Erde. Wasser. Und simsalabim, die Festung von Nexus offen. Die liegen genau angeordnet wie auf der Runentafel. Nein, das hat nichts gebracht. War jetzt hier was? Weil das ist mir schon mal aufgefallen. Hallo. Das war jetzt wirklich Luck, oder? Wo zur Hölle ist, haben sie den versteckt? Ich habe gerade den geheimen Schrein gefunden. Also ja, ich habe neulich mal bemerkt bei der letzten Aufnahmesession, dass Ordnung ein Zauber ist, weil der nicht fizzelt. Also irgendeine Art Zauber. Aber ich wäre jetzt nicht drauf gekommen, dass ich das einfach wirklich hier dazwischen machen muss. Weil die Elemente sind angeordnet wie auf der Runentafel. Und zwischen den Elementen... Gibt es dafür Hinweise? Jetzt muss ich mal nach Hinweisen gucken. Wo gucke ich am besten nach Hinweisen? Im Wassertempel. Weil ich war ja der Meinung, dass Killhagen... Ist hier was? Nö. Dass Killhagen... irgendwie Hinweise hinterlassen hat, also in dieser Geschichte von Killhagen.
Aber ja, ich glaube, es gab sogar einen ziemlich eindeutigen Hinweis. Und zwar auf der... Naja, kommt, jetzt fällt es mir nicht mehr ein. Auf dem Hamlet, genau. Stand ja die Geschichte von Killhagen, ich glaube, der Schluss sogar. Wie er Erleuchtung gefunden hat. Jetzt will ich aber gerade mal gucken. Kristall ist wieder aktiv. Hier geht's rüber über die Koboldbrücke. Ja. Sagst du uns noch irgendwas? Elementarschrein des Wassers. Windskraft und Frost. Südosten ist, wenn die Kraft des Wassers am stärksten ist. Südosten ist hier. Das sagt uns eigentlich nur, wo die Wasserrune liegt. Hier ist ein guter Hinweis. Seeker of the Hidden Shrine, Sucher des versteckten Schreins. Nur bei, wenn du im Platz des perfekten elementaren Equilibrium, also der Gleichheit, der im Gleichgewicht stehst, kannst du das Tor zum versteckten Schrein öffnen. Das ist eigentlich ein guter Hinweis, weil das hier ist ja die Ordnungsrune, also die die Rune für totales Gleichgewicht. Mumien strömen jetzt Mumien aus der Pyramide. Oder sind die mir irgendwie durchs Portal gefolgt? Nee, das Portal ist auf einer Insel, das kann nicht sein. Ja. Stirb einfach. Die sind wohl hier irgendwo gespawnt. Gut. Oh, da hinten sind sogar Medusen. Neuer Lichtzauber. Okay, die sind hier wohl einfach gespawnt, nachdem ich die Pyramide abgeschlossen hatte. Oder wie jetzt? Du sagst nur, ja, dass der Tor für den letzten Schrein außer Sichtweite ist. Und es wird Tag. Aber im Tag gegen Medusen kämpfen, das ist einigermaßen angenehm. Kommt noch eins. Au. Wow. Ja, komm ruhig her. Genau. Da ist niemand mehr, den du versteinern könntest. Au. Wenn sie mit dem Pfeil schießt, ist sie garstig. Auf jeden Fall ist sie immun gegen Vereisung. Au. So, genau. Stirb. Da gibt es immerhin 400 Erfahrungspunkte. Wo ist die zweite hin verschwunden? Ich weiß genau, hier ist noch eine Medusa. Wo bist du? Da drüben.